Vielen Dank, Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und Herr Minister. Ein Gesetz, Strafvollzugsgesetz, als logische Konsequenz der Regelung, wie sie schon in 10 anderen Bundesländern vorliegen. Zeitliche Komponente brauchen wir nicht einzugehen, aber ich folge durchaus der Auffassung von Herrn Kollegen Wedel, insofern als sicherlich daran noch an der einen oder anderen Stelle in diesem vorliegenden Strafvollzugsgesetzentwurf etwas gefeilt werden müsste. Auch da gilt, es gibt sicherlich viele Aspekte, auf die man hier eingehen könnte, für die die Zeit aber nicht reicht. Dazu werden wir im Ausschuss dann in den weiteren Beratungen Gelegenheit haben. Ein Gesetz, was in die richtige Richtung geht, allerdings schon von Anfang an vielleicht als verhaltene Kritik, insofern allerdings etwas anders, als der Kollege Kamietz eben ausdrückte, von wegen, es müsste zurück zum Regelvollzug, zum geschlossenen Vollzug als Regelvollzug. Dieser Auffassung folgen wir von der Piratenpartei definitiv nicht. Allerdings ist auch nicht so ganz klar, ob der Regelvollzug als offener oder der offene Vollzug als Regelvollzug noch so geregelt ist im vorliegenden Strafvollzugsgesetz, wie es jetzt vorliegt. Vielleicht müsste man da auch nochmal nacharbeiten, dass eben dieses Ziel eindeutiger doch nochmal herausgehoben wird. Hervorzuheben positiv ist sicherlich auch der aktivierende Strafvollzug, der normiert ist, genauso selbstverständlich auch wie der Opferschutzgedanke. Allerdings gibt es auch da unterschiedliche Kritikpunkte, auf die wir sicherlich im Lauf der weiteren Beratung noch werden eingehen müssen. Im Bereich des Opferschutzes, der Kollege Wedel sprach es auch schon mal an, weniger in unsererseits im Hinblick auf die Fragen der Privilegierung unterschiedlicher Verurteilungsgrade, doch vielmehr aber auch im Hinblick auf eventuell zu beobachtende Automatismen, die aufgrund der Verwaltungspraxis, die damit verbunden sein wird, an Auskunftssituationen auf Opferseite im Verhältnis zu den Rechten und Schutzrechten auch des Inhaftierten nach Verbüßung seiner Freiheitsstrafe zu beachten sein werden. Da sind sicherlich auch datenschutzrelevante Kriterien einmal genauer zu beleuchten, auch im Wege der weiteren Beratung. Und das ist uns Piraten selbstverständlich ein ganz besonderes Anliegen. Denn Datenschutz, auch Persönlichkeitsschutz, endet nicht im Strafvollzug und ganz sicherlich nicht nach Verbüßung einer entsprechenden Freiheitsstrafe. Hier möchten wir noch einmal demnächst ein besonderes Augenmerk auf die Angelegenheit richten. Im Weiteren, bezogen auf die Frage des aktivierenden Strafvollzugs, ist ja natürlich auch ein Therapieangebot unter anderem mit angesprochen. Und da heißt es auf Seite 3 des Gesetzentwurfs in der Begründung, die Erweiterung des für die sozialtherapeutische Behandlung in Betracht kommenden Personenkreises führt zu einem voraussichtlichen Personalbedarf von insgesamt ca. rund 2,3 Millionen Euro jährlich. Kollege Wedel sprach es an anderer Stelle schon mal hinsichtlich des Gesamtbedarfs an. Alleine im Bereich der Sozialtherapie wird von 117 zusätzlichen Plätzen ausgegangen und insgesamt werden 63 zusätzliche Stellen erforderlich werden. Die sehe ich derzeit jedenfalls im Haushalt noch nicht abgebildet. Da werden wir also auch dann künftig in Haushaltsberatungen noch nachlegen, wahrscheinlich nachlegen müssen, um überhaupt das Ziel, welches der Gesetzentwurf hier verfolgt, auch tatsächlich real umsetzen zu können. Insgesamt also auch eine haushalterische Frage, deswegen begrüße ich es, dass also hier zumindest die Überweisung auch, so ist es zumindest glaub gestern oder heute in der Ankündigung gemäß einer E-Mail, die wir bekommen haben, zu einer Mitberatung im Haushalts- und Finanzausschuss vorgesehen ist. An der Stelle macht es durchaus Sinn. Was die Besuchszeiten angeht, ist schon angesprochen, 2 Stunden im Monat mehr. Auch da werden wir sicherlich, und das war auch eine Zielsetzung, zumindest von der Ankündigung her für die Beratung im Verhältnis zum Jugendstrafvollzug. Da hatten wir ja in verschiedenen Stellen schon mal gesagt, dass wir dann, wenn wir an die Beratung des Strafvollzugsgesetzes herangehen, hier auch noch mal eventuell nachjustieren im Bereich sowohl der Bereich des Vollzugs der Sicherungsverwahrung, wie aber auch im Bereich des Jugendstrafvollzugsgesetzes. Von daher auch in dem Punkte freue ich mich auf die Beratung im Ausschuss. Vielen herzlichen Dank.